Moin Leute, ich bin momentan dabei, unser altes Haus im Selbstbau und mit vermutlich relativ ungewöhnlichen Methoden so umzubauen, dass wir Energie sparen und das mit relativ begrenzten finanziellen Mitteln. Das Haus wurde so um die 1970 gebaut, wir leben hier zu viert und es gibt echt jede Menge zu tun. Momentan befasse ich mich mit einfachen Dämmungsmaßnahmen, die wenig kosten und viel bringen. Mit dieser IR-Kamera kann ich relativ gut Schwachstellen finden, so wie hier. Was ihr hier seht, das sind unsere Rollladenkästen und wenn man die Teile aufmacht, dann sieht man auch sofort, da ist echt gar keine Dämmung. Das heißt, zwischen Außenluft und Innenraum ist praktisch nur diese dünne, 2 cm dicke Holzplatte und das ist alles, also ansonsten ist da nichts. Das ist eine mega Schwachstelle, denn diese Kästen hier sind circa 4 Meter lang und insgesamt, also wenn ich alle Kästen nehme, die da sind, sind es 10 Meter an Kastenlänge, die so schlecht gedämmt sind. Als erstes muss ich checken, wie dick die Dämmung überhaupt sein kann und dafür rolle ich die Dinger quasi hoch und checke den Abstand zwischen den Rollladen und der Wand. Bei uns sind das grob 2 bis 3 cm. Das ist natürlich nicht wahnsinnig viel, aber es ist definitiv besser als gar nichts. Und da habe ich erstmal auf eBay ein bisschen gestöbert und dieses Set hier gefunden. Das ist so eine Neopor-Dämmung. Also im Prinzip ist es einfach Styropor mit einer Graphiteinlagerung, welches relativ gute Wärmedämmung aufweist. Und zwar ein WLG 32. Das ist nicht schlecht. Je niedriger diese WLG-Zahl ist, desto besser die Dämmeigenschaften bei gleicher Dicke. Da die Dämmung so dünn ist, sollte man hier tatsächlich möglichst gute Materialien nehmen mit einem sehr kleinen WLG, um das Maximum rauszuholen. Ihr müsst natürlich nicht so einen Zuschnitt nehmen wie ich. Normale Platten tun es auch. Also ihr könnt einfach diese Neopor-Platten holen, also als ganz normale rechteckige Platten. Und die sind erheblich günstiger. Um ehrlich zu sein, habe ich erst gekauft und dann überlegt. Und deswegen ärgere ich mich jetzt etwas, denn der Preisunterschied ist verdammt hoch und den nenne ich euch gleich aber noch. Das Teil setzt man dann einfach ein und muss es je nachdem noch so ein bisschen zuschneiden, was aber tatsächlich ganz gut möglich ist bei dem Ding. Und bei unserer Länge brauchen wir jetzt insgesamt, also für den einen Kasten, den ihr eben gesehen habt, so circa 2,5 Stück davon. Je nachdem könnt ihr die Dämmung auch noch mit doppelseitigem Klebeband festkleben oder Schaum oder was auch immer ihr da zur Verfügung habt. Bei uns ist das tatsächlich relativ passgenau, sodass ich diesen Schritt eigentlich nicht benötige. Die Lücken zwischen den Dämmungsplatten habe ich einfach mit Tape zugeklebt, damit hier kein zusätzlicher Luftstrom entsteht. Als letztes muss dann der Deckel des Kastens noch abgedichtet werden, also damit da auch keine Luftströmung irgendwie rauskommen kann. Und dafür nehme ich dieses einfache Dichtungsband, was ihr hier seht, und klebe es einfach einmal um die Platte herum, damit hier der Luftstrom behindert wird. Das Band hat 16 Euro für 50 Meter gekostet, ist also relativ günstig. Ich habe es bei eBay bestellt, Links findet ihr wie immer alle unten und ich habe nichts mit den Shops am Hut, wie immer, bin normaler Kunde dort. Ja, die große Frage ist natürlich, wie viel spare ich und was kostet das Ganze, ja? Also ich muss ungefähr insgesamt 10 Meter Kasten dämmen. Ein Kostenpunkt für meine, ich sag mal erstmal die 4 Meter Kasten, die ihr da gesehen habt, das waren schon 100 Euro für die zugeschnittene Dämmung plus 16 Euro für die 50 Meter Dichtungsband, wobei die natürlich für deutlich mehr reichen. Die Dämmung war aber ein Fehlkauf. Am besten nehmt ihr ganz einfache Platten, die ihr bestellen könnt oder auch im Baumarkt bekommt in der Regel. Zum Beispiel 20 Neoporplatten mit 2 cm Stärke kosten 50 Euro. Die Maße sind dann so einmal ein halber Meter und damit läge ich für 1 Meter Kastenlänge bei 5 Euro. Mein Zuschnitt, den ich gekauft habe, hat halt das Fünffache gekostet. Naja, im Nachhinein ist man halt immer schlauer, aber ihr müsst den Fehler ja nicht auch machen, deswegen der Tipp für euch. Jetzt die Riesenfrage, wie viel bringt das eigentlich und wann amortisiert sich das Ganze? Also das kann man ja irgendwie relativ schwer fassen. Um das Ganze zu bestimmen, habe ich den ersten Teil des Kastens erstmal gedämmt, also wirklich nur so die Hälfte mehr oder weniger oder 2/3, es war ein bisschen mehr, und den anderen Teil so gelassen, wie er ist. Dann habe ich die IR-Kamera genommen und gecheckt, wie groß die Temperaturdifferenz zwischen diesen Bereichen ist, also ob ich überhaupt irgendwas sehen kann. Ja, die Luftströmungen, die da noch durchgehen durch die Schlitze und so weiter, die sind natürlich nicht direkt messbar mit der Methode, aber man kann sehen, dass das auch sehr krass ist. Ihr könnt jetzt hier zum Beispiel sehen, dass die Temperaturdifferenz hier schon bei 5 Grad Celsius liegt, zwischen dem ungedämmten und dem gedämmten Teil. Zusätzlich noch die Luftströmung da unten, die wir euch markiert haben, die ich jetzt nicht direkt messen kann, aber die wird vermutlich sogar mehr ausmachen als die Strahlungsverluste, die ihr hier seht. Okay, aber was bedeutet das jetzt in Kilowattstunden und vor allem in Euro? Und das wird euch Physikprofessor Hundhausen abschätzen, also los. Wie sehr lohnt sich so eine Dämmmaßnahme? Lohnt sie sich überhaupt? Das ist ja die Frage. Die Bestandsaufnahme hier bei dir, Andreas, ist, dass du 10 Meter solche Kästen hast. Mit 30 cm Höhe sind also insgesamt 3 Quadratmeter Fläche. Typisch findet man da sogenannte Kennwerte U für diese
Holzplatte von etwa 2,5 bis 4,5 Watt pro Quadratmeter und Kelvin. Das charakterisiert die Höhe der Energieverluste. Und ich nehme mal jetzt den mittleren Wert an von 3,5 Watt pro Quadratmeter und Kelvin. Und das nennen wir mal 100%. So, und jetzt verbesserst du das Ganze. Ja, vielleicht im besten Dämmmaterial, was du kriegst, Risol-Schaumplatten. Aber auch mit dem Neopor wird es natürlich schon was bringen. Die haben einen Lambda-Wert von 0,021 Watt pro Quadratmeter, pro Meter und Kelvin. Das ist die Wärmeleitfähigkeit, die die haben. Dann haben wir einen neuen U-Kennwert von 0,7 Watt pro Quadratmeter und Kelvin. Das kann man aus diesen Werten hier ausrechnen. Wir haben eine Einsparung um 80% auf den Wert von 20%. Der Wärmebedarf für die alte Situation, diese 100%-Situation mit dem U-Wert von 3,5 Watt pro Quadratmeter und Kelvin, da muss man wissen, wie groß ist Temperaturdifferenz und wie lange dauert das, um die Energie auszurechnen. Also für die Fläche von 3 Quadratmetern und Heizgradstunden von 66.000 Stunden Kelvin. Also damit muss man das multiplizieren, dann kriegt man raus, wie viel Wärmemenge da verloren geht. Und das sind doch 693 Kilowattstunden. Würde also so ungefähr 70 Liter Heizöl erfordern, um das heiß zu halten. Also nur ein kleiner Teil vom Haus, klar, ist ja auch nur eine der Baustellen. Die Einsparungen, die man dann durch die 20% erreicht, sind etwa 550 Kilowattstunden. Rechne ich mal, dass das 14 Cent pro Kilowattstunde kostet, das ist also der Gaspreisdeckel im Moment, dann bedeutet das, dass wir 77 Euro pro Jahr zahlen müssen, um diese schlechte Stelle in den Rollladenkästen auszugleichen. Ich drehe es mal um und sage, mach die Maßnahme für 66 Euro. Was kostet dann die eingesparte Kilowattstunde da? Und das vergleichen wir mit unseren 14 Cent oder anderen Werten, die wir in der Vergangenheit bezahlt haben. Und da komme ich über 10 Jahre gerechnet auf 1,2 Cent pro Kilowattstunde. Billiger kann man die Energie, glaube ich, gar nicht kriegen, außer man dreht die Heizung runter. Natürlich, das bringt etwas und kostet ja gar nichts. Aber hier mit den typisch unter 100 Euro pro für diese Dämmmaßnahme kommt man auf wirklich günstige Bedingungen für die Energie. Wie sieht das aus? Wir haben also hier unsere Rollladenkästen und Außentemperatur ist ja 0 Grad, hast du gesagt. Und du misst auf der Oberseite im gedämmten Bereich 24 Grad Celsius und auf der ungedämmten Seite vorher sozusagen alte Situation 19 Grad Celsius. 5 Grad Unterschied belegt natürlich beeindruckend, dass hier die Verluste deutlich reduziert werden. Aber man kann mehr damit machen, man kann es auch quantitativ ausrechnen, zumindest den Strahlungsanteil von diesen Verlusten. Es gibt ja auch noch die Konvektion und die kalte Luft, die da im Spiel ist. Der Strahlungsanteil, Strahlung der Infrarot, ist ja nach dem Strahlungsgesetz, Planck'schen Strahlungsgesetz, Sigma mal T hoch 4. Und T ist die absolute Temperatur. Ein bisschen kompliziert. Wir haben hier 19 Grad, das entspricht einer absoluten Temperatur von 292 Kelvin. Und wir haben 24 Grad, in dem anderen Fall 297 Kelvin. Also ein Temperaturunterschied von 5 Kelvin. Aber wir können ausrechnen, wie viel Strahlung geht hier in dem Fall weg und wie viel in dem. Und die Differenz ist ja das, was man dann einspart aufgrund von Strahlungsverlusten. Das Planck'sche Strahlungsgesetz heißt 5,67 mal 10 hoch minus 8 Sigma Watt pro Quadratmeter und Kelvin mal T hoch 4. Diese eine oder andere Temperatur. Und wenn ich das ausrechne für diese beiden Temperaturen, dann kriege ich entweder 412 Watt pro Quadratmeter, das ist, wenn es abstrahlt und es ist kälter, oder 441. Und das heißt, die Differenz dazwischen, dieses Delta von 29 Watt pro Quadratmeter und Kelvin, das ist in der Tat das, was du einsparst, nur aufgrund der Strahlung. Und das ist weniger als die 70, die ich vorher ausgerechnet habe mit diesem U-Wert. Und das ist auch logisch, dass es weniger ist, weil zusätzlich kommt ja noch dann die Konvektion, die kalte Luft, die da an der Platte entsteht, in den Raum strömt, noch dazu. Das war nur der Strahlungsanteil und das ist plausibel, dass das so in dieser Größenordnung geht. Also mit deiner Messung konntest du deutlich zeigen, dass es ist.
dass es eine Verbesserung ist und vor allem auch ungefähr, wie viel du da einsparst, also dass diese Annahmen über den U-Wert von vorher doch durchaus realistisch sind. Also gute Maßnahme, viel Geld wirst du sparen und vor allem viel CO2-Emissionen reduzieren. Alles klar, also ihr seht, das ist eine echt kleine Maßnahme, die eigentlich die meisten, glaube ich, selber machen können, die relativ viel bringt, besonders bei den Preisen im Moment. Ich bin mit meiner IR-Kamera aber auch echt noch lange nicht durch. Hier wird sicherlich noch deutlich mehr Schwachstellen bei uns im Haus geben und da werde ich mich jetzt auch auf die Suche begeben. Falls ihr die Anleitung nochmal als PDF haben wollt, dann findet ihr die hier unten bei Passipedia. Die haben das richtig schön erklärt dort, kann ich nur empfehlen, fand ich das eine super Anleitung. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und auch an Martin für die tolle Abschätzung der Energieersparnis und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.